Willkommen zurück, Leute. Wunderschönes Wetter. Wir befinden uns wieder mal im Hütteldorfer Sumpfgebiet. Und das kann nur eins heißen, und zwar eine Swingerparty vom Allerfeinsten. Turban Freddy, was erwartet uns heute? Gute Frage, Huckleberry Tom. Wir haben von letzter Swinger-Session nicht genug bekommen. Heute swingen wir uns unter einer Brücke durch, übers Wasser drüber. Wir haben dickere Dinger geplant und wollen das Ganze nochmal upsteppen. Deswegen würde ich sagen, gleich rein in die Action. Das erste Ding, das für heute geplant ist, ist der Swing vom Damm direkt ins Dickicht. Schön in den Baum rein, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Wir befinden uns schon auf der anderen Seite von der Brücke. Der Fredo zeigt da gleich seine Knotenkünste. Ah, mit einem doppelten Keuschheitsgürtel hast du das hier gesichert. Wir wollen ja sicher sein hier. Wir haben diesmal sogar eine Safety Line, damit wir das Seil zurückziehen können. Man lernt ja nie aus, oder? Ja, ja. Sonst geht's schon, oder? Ja. Da das auf jeden Fall eine Bruchlandung wird, werden wir direkt mal ein Schere, Stein, Papier machen, wer sich da zuerst reinhaut. Schere, Stein, Papier. Scheiße. Boah, ich hab echt Schiss gerade. Countdown und Binder. 3, 2, 1, Geronimo. Also hat der besser funktioniert als erwartet. Direkt rein in das Ding, ich hab Bock. Send it! Komm rein ins Gemüse! Boah, du bist fast wieder rauf. Geil! Meine Hände! Kindergeburtstag hier, ich glaube, wir brauchen was Ärgeres. Es geht jetzt für uns direkt zum nächsten Swing. Wir haben den Warm-Up-Swing hinter uns gelassen. Das nächste Ding steht an. Von hier unter der Brücke durch, schön auf die andere Seite des Flusses. Das Ding sagt Krankenwagen. Schnell das Ding aufbauen, aber dann auch zackig rein. Oh. Peter jagt jetzt noch einen Knoten rein und dann jagen wir uns da rein. Ach, die Leute, die denken sich, wir sind zwei Geistesgestörte. Aber irgendwie stimmt das ja auch. So sieht das Ganze aus vom Absprung. Schon leicht scary. Ja, einfach mal direkt rein. In dem Sinne. Boah, Alter. Boah. Alter, boah, das ist scary. Der Swing ist geil. Also ich glaube, bei dem Swing geht's heute noch hoch hinaus. Rein mit Tarzan-Geschrei. Yes! Ja. Er macht richtig Bock. Da kriegt man nicht genug. Jetzt ist die Stimmung da. Go! Alter Scholli. Oh, einmal den Twizzler am halben Weg gemacht. Es hilft nichts. Ganz oben jetzt. Alter Schwede. Man hat auf jeden Fall eine mächtige Airtime. Von oben ist schon wild. Geronimo und Binder. Ja, einfach reinjagen. Komm, jetzt aber richtig. Geronimo. Ja! Yes! Alter, geil! Das ist sick. Beim Zurückkommen hatte ich die Beine zusammen. Ein bisschen mit dem Zeh da wo dagegen. Immer der Zeh bei den Swings. Den Zeh spüre ich übrigens noch immer vom letzten Mal swingen. Ich würde sagen, direkt noch eine Runde. Rüber mag ich jetzt. Auf die andere Seite müssen wir auch noch. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit. Ja, geht. Yes! Ah, das funktioniert. Ach komm, Fedo, jetzt aber rein mit dir auf die andere Seite. Mit einem Kraftschrei. Ja! Easy! Falls euch mal fad ist, das kann ich nur empfehlen. Einfach irgendeine Brücke suchen, ein Seil unten montieren und einfach reinschwingen. Macht absolut Bock. Aber wir haben schon die nächste Challenge gespottet. Und zwar von hier
Also jetzt einen Meter weiter drüben in die Diagonale. Das Besondere hier ist, dass ich von hier aus nicht an das Seil rankomme. Das heißt, ich muss die Safety Line mit einer Hand halten und dann reinspringen und das Seil catchen. Und falls ich es nicht erwische, segle ich hier schön in den Busch rein. Na gut, weiter. Ah, ich wollte mich eigentlich gerade bereit machen zum Springen und dann ist mir aufgefallen, dass das vielleicht eine absolute Schnapsidee ist, weil ich mit einer Hand dieses Seil halten muss, aber mit der Hand irgendwie auch vorne greifen muss, was sehr schwierig ist. Aus diesem Grund habe ich das Seil jetzt hier am Ast montiert, werde hinspringen, das catchen und dann hoffen, dass das hier abreißt. Schön auf die andere Seite jetzt. Go! Ah, scharf, das Wasser verfehlt. Das hat ja wie am Schnürchen geklappt, im wahrsten Sinne des Wortes. Überall Zuschauer hier. Schauen Sie YouTube? Ja, dann gebe ich Ihnen was. Einen Moment. Unsere Visitenkarte, leider ein bisschen zerknittert. Roofless TV. Boah, geil. Und du bist dann einfach runterlaufen. Schönen Tag noch. Ciao. Ciao. An der Stelle, Leute, alle, die noch nicht abonniert haben, direkt jetzt abonnieren, damit wir uns weiter von irgendwelchen Brücken schwingen. Langsam spürt man die Swings. Das ist echt verdammt anstrengend in den Armen. Aus diesem Grund haben wir uns gedacht, für uns geht es jetzt noch in ein Loch hinein. Da hat uns das ein Zuschauer hier zugeschickt. Das Ganze schauen wir uns jetzt gleich mal an. Grüße an der Stelle an Aspargus XXX, echte Legende. Da hoffen wir mal, dass das Ding eng ist. Runter mit der Abfahrt. Alter, meine neuen Gucci-Schuhe. So, wir sind hier jetzt ein bisschen ins Walddickicht eingedrungen. Und siehe da, was sich hier verbirgt. Ein enges Loch. Ich muss schon sagen, dieses Loch ähnelt tatsächlich einer Arschöffnung. Da geht's jetzt direkt rein. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Wow. Ah. Irgendwas ist in mein Ohr geflogen. Na gut, attackieren. Okay. Ah, drinnen. Hey, ist da jemand? Hallo. Da ist wer? Alter, da ist jemand. Eywa! Eywa! Boah, ist das matschig. Schön dreckig! Boah! Ah. Direkt mit dem Kopf in einen Spinnweben. Bro. Alter, vielleicht war die auf meinem Kopf gerade. Ist irgendwas auf meinem Kopf? Nix. Wir brauchen einen Spinnenstock. In so ein dreckiges Loch sollte man echt lieber mit Schutz. Also die fette Spinne, die da hat es mir direkt verdorben. Ich glaube, das war echt gerade auf mir. Kellerassel. Hier ist ja mal Leben. Da ist da der Spinnenstock. Boah, der Fredo beseitigt hier sämtliche Spinnweben mit ein paar geübten Kreisbewegungen. Ich nehme natürlich auch die Energien hier auf mit den Kreisbewegungen. Hier wohnen ja auch Geister. Weiche von mir! Ah, weg von hier. Es könnte sein, dass wir es hier vielleicht mit Fäkalien zu tun haben. Weil so viel Spinne, das ist ungewöhnlich. Das ist echt paranormal. Man muss hier echt im Watschelgang gehen. Alter, wie viele Spinnen sind hier? Schau dir das mal an. Oh! Alter Scholli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bei so vielen Spinnen kriege ich wirklich Panik. Boah, komm. Boah, das sieht krank aus. Bro, das. Ich schwöre dir. Was ist? Leute, das sieht un. Was ist? Ungelogen sieht das aus wie aus Harry Potter, dieser scheiß Spinnending. Leute, hier sind überall solche Dinge an der Wand. Überall Spinnen. Das ist ein Spinnennest. Bist du deppert? Dieser Spinnfaden hier, der von der Decke hängt. Boah, okay, das ist wirklich ein Drecksloch. Boah, schau dir die an. Wo? Hinter wo? Dir. Was? Alter Scholli! Das ist riesig. Bist du behindert? Kurz mal meine Hand zum Vergleich. Das könnte auch nach hinten losgehen. Nee, da brauche ich mich leider nicht. Man hat hier wirklich konstant Angst, dass sich gleich was abseilt. Und bei mir seilt sich auch gleich was aus der Hose ab. Also hier ist wahrscheinlich ein Kanal, der runtergeht. Es könnte sein, dass das hier die Scheiße rutscht. Das ist wie aus einem Horrorfilm. Da mag ich echt nicht. Boah. Schau, das ist ein Pfeil. Das ist ein Zeichen. Wir müssen da rauf. Okay, schnell jetzt, ich muss hier weg. Boah, man kann sich hier nirgendwo anhalten, weil wirklich überall Insekten sind. Alter, was war das? Was war das? Alter, hier spuckt jetzt auch noch. Das gibt mir gerade wirklich gute Lachada-Vibes. Die echten OGs wissen, wir sind da mal in so ein Kakerlakenloch geklettert und das waren ungefähr ähnliche Zustände. Ja. Oh. Oh. Fast in die Spinnengrube gefallen. Ist das ekelhaft. Da hat man sich gar nicht an die Decke schauen, weil da wirklich überall irgendwas ist. Wieder anstrengend da entlang.
anstrengend. Schau runter und mir um. Anstrengend. Ich frag mich, wo das hinführt. Also jetzt ist hier nochmal Action, Leute. Man sieht hier echt kein Licht am Ende des Tunnels. Aber ihr wisst, es ist immer ein Licht am Ende des Tunnels. Deswegen gehen wir weiter. Oh, das schaut ekelhaft aus. Was ist das da, Bro? Feinster Schlick. Komm weiter. Boah. Da wächst irgendwas. Da wachsen irgendwelche Pflanzen. An alle Hobbybiologen da draußen, falls ihr wisst, was hier wächst, schreibt es gerne in die Kommentare. Das sieht mir aus wie Abwassergresse. Schmeckt hervorragend auf Schwarzbrot. Weiter, bevor wir da noch Hunger bekommen. Ich warte nur auf die Riesenratte oder Riesenspinne. Oh, das ist anstrengend. Das gibt wieder garantiert einen Muskelkater in den Quads. Setz dich kurz, das ist arg chillig. Ohne Witz, das ist echt ein Workout. Das Ende sieht man mittlerweile auch nicht. Ich denke, wir sind hier schon 10 Minuten im Tunnel circa. Komm weiter. Ja, mit diesem Licht da hinten. Ja. Boah, als wäre das nicht genug, wird das Loch hier auch noch enger. Ah, das ist aber echt zart. Ah, das wird noch enger. Den Gang noch durchziehen, wenn es da nicht rausgeht, Rückzug. Fuck. Okay, komm, Feo. Oh, Scheiße. Den Rucksack da irgendwie liegen lassen. Es geht einfach endlos weiter. Verschimmelte Spinne. Oh. Und da rieche ich die Kacke. Boah. Kann man hier raus? Weiß nicht, wie wir das anstellen wollen. Kein Bock zu. Nein, ich auch nicht. Ah, hätte man den Rucksack besser nicht zurückgelassen. Oh. Komm, die Sachen lassen wir zurück raus da. Na, den Rucksack brauche ich. Wo sind wir hier wieder gelandet? Boah, ich schwitze so abartig. Sieht schwer aus, nicht, dass uns das auf die Birne fliegt. Alter, wir müssen das aber aufbekommen. Wir können nicht mehr zurück, es war so anstrengend der Weg. Es geht jetzt hier auf Fredas Schulter und dann hier raus. Hoffentlich kann ich das Ding heben. Dreckig. Komm, mach doch das Ding auf. Da. Ach. Oh. Alter. Puh, das Ding war schwer. Keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Irgendwo in Hütteldorf auf einer Wiese. Ich muss halt den scheiß Rucksack noch holen. Gar keine Lust, mir schwindelig von dem Heben. Schnell Rucksack holen und dann nichts wieder raus. Kann nicht mehr. Nächstes Mal überlegen wir uns zweimal, ob man so ein dreckiges Loch reinklettert. Was so ein Workout. Keine Ahnung, wo wir hier sind gerade. Komisch. Wo sind wir hier? Ah, da ist gleich ein Spar. Ob die hier Deutsch sprechen? Vielleicht sind wir schon in Ungarn. Wir sind hier gerade eine halbe Ewigkeit herumspaziert, hier im Niemandsland. Aber siehe da, wie es der Zufall will, sind wir auf diesen wundervollen Slide hier gestoßen. Direkt runter in die Verdammnis, perfekt positioniert in der Mitte eine Pole. Wenn man hier nicht gut zielt, schmettert man noch schön in die Stange rein. Probieren wir mal, wie das aussieht mit dem Nutcracker da unten, weil ich habe nicht Bock, meine Nüsse da zu malträtieren. Heute gibt's Nussballer, mein Lieber. Das sieht unschön aus. Da unten ist schön die Stange. Spielt man wirklich mit der Familienplanung. Ja gut, Abfahrt, oder? Abfahrt. Ja, ja, ja. Was ist es? Nice! Es muss irgendwie schneller gehen. Wir brauchen da ein paar km/h mehr. Ja, es muss schneller gehen irgendwie. Ah, das funktioniert doch alles nicht. Abfahrt jetzt! Wir sind am Ende des Videos angekommen. Was war das für ein wilder Tag? Slides, Swings und enge Löcher. Alles, was wir brauchen. Da war echt was für jeden dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns wissen. Schreibt einen Kommentar, Like, abonnieren natürlich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute.